Hallo zusammen, heute machen wir unwahrscheinlich leckere Flanksteak Fajitas. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Und unsere heutigen Fajitas sind auch mal überhaupt nicht kompliziert. Wir fangen einfach an mit ein bisschen Zwiebel, schneiden wir klein. Die genauen Mengenangaben packe ich euch natürlich wie immer in die Videobeschreibung. Hier mal im Schnelldurchlauf 1 bis 2 mittlere Zwiebeln. Eine Geheimzutat von meiner Gemüsepfanne sozusagen, die mit in die Fajitas reinkommt, ist Fenchel. Ich liebe ihn, er ist süß, er hat einen gewissen Biss, ich finde es ganz großartig. Auch den Fenchel einmal klein schneiden, das sind so 2 bis 3 Knollen, glaube ich, die ich hier insgesamt reinhaue. Und dann kommen wir noch mit gelber, grüner und roter Paprika daher. Das Coole ist eigentlich, dass man bei dieser Art von Rezept ja sehr mit den Gemüsezutaten spielen kann. Also wenn ihr jetzt lieber Zucchini dann noch mit reinhaben möchtet oder Lauchzwiebeln oder Lauch oder ganz was anderes, dann kann man das natürlich einfach machen oder den Fenchel weglassen. Man könnte auch sehr schön zum Beispiel Mangold mit da reinarbeiten oder Pimentos. Da fällt euch sicherlich noch was ein. Habt ihr Ideen dazu? Schreibt sie mir doch einfach unten in die Kommentarfelder. Die letzte, aber für mich eigentlich wichtigste Zutat ist der Knoblauch. So ähnlich wie Salz finde ich, dass Knoblauch immer noch etwas aus den Eigengeschmäckern von anderen Zutaten herausholt. Na, gusseiserne Pfanne ist vorbereitet, kleinen Tropfen Öl rein und schwuppdiwupp die Knoblauchzehe. Und dann schütten wir eigentlich mehr oder weniger auch schon den Rest hinterher. Man könnte jetzt mit den Zwiebeln starten, so wie ich es hier versucht habe, aber eigentlich ist es auch egal. Wir hauen einfach den kompletten Schwung an Veggies in die Pfanne. Auch das wieder ein bisschen schneller vorgedreht. Ihr habt das Ganze, sagen wir mal so, 3 bis 4 Minuten auf wirklich hoher Hitze. Und danach habe ich die Hitze etwas reduziert und die Pfanne etwas beiseite gestellt. Aber der Duft, frischer Knoblauch und jetzt schön mit der Süße vom Fenchel und von den Zwiebeln gemeinsam. Dann werden so die Paprika etwas weich, da stehe ich ja drauf. Dann geben wir noch einen Schuss Essig hinzu, das hier ist weißer Balsamico und wir salzen unsere Pfanne noch etwas. Ich lasse dann die Pfanne so in der Regel noch etwas bei geschlossenem Deckel auf dem Grill stehen. Dann kann das Ganze noch etwas durchziehen und vor allen Dingen warm halten, denn unser Steak, das ist ja ein Flanksteak, das zeige ich euch jetzt gleich, das braucht ja auch nicht lange. Ich war beim Estillo in Köln und habe da dieses wunderschöne Flanksteak aus Uruguay mitgebracht. Das sind 700 Gramm. Das packen wir jetzt mal aus. Also der Laden ist wirklich toll. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann müsst ihr unbedingt mal hin. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Estillo Argentino. Da gibt es super Fleisch, tolle Qualität, Südamerika-Ware, super Geschmack, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, alle mal hin. So sieht der Gute aus und dann auch hier großzügig von beiden Seiten salzen. Ich bin ein echter Befürworter vom Salzen, und zwar vorher und nachher. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Und dann haben wir natürlich in der Zwischenzeit die linken Brenner, also in dem Fall, wenn es die beiden linken, oder ich glaube sogar die beiden mittleren, von meinem Broil King Regal wieder auf volle Pulle gestellt. Und dann hauen wir das Flanksteak jetzt mal auf den Grill. Das Schöne an dem Flanksteak ist ja, dass es nicht so dick ist. Das heißt, eigentlich reichen 3 bis 4 Minuten von jeder Seite. Ich mache das dann in der Regel gerne noch so, dass ich das um 90 Grad drehe, beziehungsweise um 45 Grad drehe, damit es Rautenmuster bekommt. Aber das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Aber insgesamt muss ich sagen, Flanksteak gefällt mir deshalb so gut, weil es von der Struktur vom Fleisch her etwas mehr Biss hat. Es hat halt auch noch einen gewissen Fettanteil und der Eigengeschmack ist halt einfach unwahrscheinlich gut. Man darf halt nur nicht den Fehler machen, dass man das mit der Faser aufschneidet, sondern man sollte das gegen die Faser aufschneiden. Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Zwischendurch mal fühlen. Gibt einen guten Eindruck darüber, wie weit das Fleisch schon ist. Vom Thermometer haben wir jetzt heute mal abgesehen.
So, dann noch einmal die letzte Drehung. Ah, kann noch ein bisschen. Wer jetzt möchte, kann das Flanksteak nochmal beiseite legen. Gerne auch mit einem Temperaturfühler noch überwachen, dass es die richtige Garstufe hat. Ich habe es jetzt einfach noch 2-3 Minuten liegen lassen und siehe da, ist schon etwas fester. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir legen es jetzt auf das Brett, lassen es noch etwas ruhen und dann schneiden wir es mal auf. Ja, ich bin begeistert. Und auf den Gargrad stehe ich. Kaum Trauerrand. Sehr, sehr schön. Als nächstes, wenn wir das Ding mal so ein bisschen in Streifen geschnitten haben, können wir uns auch schon zum Zusammenbau unserer Fajitas kümmern. Wir nehmen also einen Tortilla-Wrap, der ist vorher ein bisschen aufgeweicht oder ein bisschen, dass er schön soft wurde, hätte noch etwas softer sein können. Dann nehme ich gerne eine Handvoll Parmesan, weil ich finde das auch ein großartiger Geschmack. 2 bis 3 Scheiben von unserem Flanksteak. Noch kurz einmal salzen und siehe da, dann können wir den guten Jungen auch schon zusammenrollen. Jetzt kann man das so machen, dass man es einfach rollt oder eine Seite verschließt oder 2 Seiten verschließt. Das könnt ihr machen, wie ihr Lust habt. Ich habe in dem Fall beide Seiten verschlossen. Zack, unten, zack, oben, zugedreht, durchgeschnitten, fertig. In der Zwischenzeit, wo ich das hier mache, möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Ihr klickt auf 0815 Barbecue, das Logo, was jetzt links oben erscheint, für ein Abo. Besucht meine Fanpages, so viele Sachen, die ihr machen müsst, ne? Aber unbedingt alles in der Reihenfolge erledigen. Ihr kennt das Ganze. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Barbecue Donnerstag 1800, sage ich immer. Schaut euch auch das Video vom Jörn an am Barbecue Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.